Immer noch gleiches Fahrerfeld, weil ich im Anschluss aufnehme und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei Grand Prix 4. Diesmal in Interlagos, Brasilien. Da geht's jetzt also hin. Und ich habe mal die Leistungsstärke wieder auf den Stand von 2001 gesetzt. Und damit geht Richard von der Pole aus ins Rennen. Denn der J-Gamer und der Front Soldier diesmal auf Platz 4. Dann werden wir Dennis und David eben ganz hinten erleben. Eben da, wo ich auch starten werde, weil Aeros, Benetton, die sind eben eher hinten anzufinden, dann müsst ihr drei ein Duell unter euch machen und wir drei machen eins unter uns aus. Also, dann kommt David auf Platz 16, Dennis auf Platz 19 und ich natürlich drei Plätze dahinter. Wir haben Sonne und dann gehen wir einfach mal direkt ins Rennen. Da ist der Hinweis, gleich geht der Start los. Wir stehen ziemlich am Anfang von diesem Bergaufstück. Da sehen wir mal das ganze Fahrerfeld im Blick, aber jetzt direkt hier zur TV-Kamera. Und los geht's. Da vorne ist Dennis, das habe ich soweit im Blick. Und der vordere Aeros, das bist du, David. Oh, Dennis, was wird das? Ganz schön übermütig. Ah, hier muss ich außen bleiben. Davon ist David. Na, oh, Frechheit. Okay, jetzt bist du wirklich du. Ich wollte nur mal kurz nachschauen. Na, ah, jetzt machst du da drüben zu. Ah. Ah, wir sind an dir vorbeigekommen, David. Ich, wir, du nicht. Du bist nicht an dir vorbeigekommen. Obwohl du natürlich aus meiner Sicht hier zuschaust. Okay, das kann wirklich interessant werden, was wir hier so fahren. Jetzt habe ich ja schon beide überholt, die hinten waren. Also dich, Dennis, und dich, David. Richard, J-Gamer und Front Soldier, euch werde ich wohl nicht reinbekommen. Dafür bin ich auch viel zu weit hinten. Und der Jordan ist dann auch nicht auf dem Leistungsniveau. Den nächsten haben wir überholt. Und mal schauen, ob du, David, da auch noch vorbeikommst am Prost Acer. Oh, wie uneben die Strecke ist. Seht ihr dieses Gewackel am Wagen? Ganz schön wild. Richard fährt die schnellste Rennrunde bisher. Wir haben ja gesehen, bei zufälliger Wagenstärke lagen wir innerhalb von 0,8 Sekunden, also Platz 1 bis 21. Das hat es eben umso schwieriger für mich gemacht, hier auch wirklich zu überholen. Du Front Soldier, du hast ja damit keine Probleme. Du bist hier nach vorne gefahren. Drei Plätze, wenn ich mich nicht irre. Aber ich habe es nicht geschafft. Und habe mich dann eben auch noch etwas ins Aus manövriert. Ah, hier war die Kurve mit David. Nicht verpassen. Und wir kommen wieder näher ran, weil die sich da vorne eben etwas behaken. Ja, hier hat er mir wieder zu spät runtergeschalten. Das war ja schon in der letzten Kurve in Indianapolis so, eben mit der Automatik, da passt das eben nicht so ganz. Mit manueller Schaltung, ja, die Kurve müssen wir aufpassen, kennen wir ja, vor allem auch mit dem Jordan aus meinem kleinen Vorgeschmack. Hier zur Grand Prix 4, da bin ich ja zweimal abgeflogen. Wenn es da zu weit rausgeht, dann tschüss. Boah, wie das hier huppelt und springt und macht und Richard wieder schnellste Rennrunde. Du fährst natürlich auch anstelle von Michael Schumacher, eben dem, der die Saison hier dominiert hat. Und David greift hinten an. Moment. Da, David hinten. Ich wollte nicht zu lange draufbleiben, ehe ich hier den Bremspunkt verpasse. Mal schauen, ob du vorbeikommst. Nein, du hast es nicht geschafft. Sehe ich im Rückspiegel und hier vorne wird sich behindert. Das ist gut für uns. Dann kommen wir wieder ran. Ah, das Rennen ist noch nicht gegessen. David kann ja auch noch nach vorne kommen und von daher aufgepasst. Da vorne wird wieder angegriffen. Nicht zu viel wollen hier. Und angebremst. Na, kommen wir ran, aber jetzt hier überholen, das wird mehr als schwierig. In dem Fall sogar nichts, schätze ich mal. Na. So, jetzt hier nicht zu weit rauskommen, ansonsten dreht es uns weg. Das ist eine ganz böse Stelle.
Das Ferrari-Team ist ja von euch schon voll besetzt worden und das Team Jaguar wäre beinahe besetzt worden, weil das kam zweimal als Alternative dran, und zwar Pedro de la Rosa und Eddie Irvine. Ich weiß jetzt gerade, ohne nachzuschauen, gar nicht mehr so genau, wer von euch wo fahren wollte, aber das war ja nur die Alternative und ein Team haben wir schon soweit voll. Und wer eben mit diesem Rennen hier nochmal wirklich auf den Geschmack gekommen ist, hier mitzufahren, in der Videobeschreibung nochmal das Video, wo ihr euch gewissermaßen eintragen könnt. Einfach nochmal anschauen und dann hier mitfahren in den nächsten Folgen. Ich nehme natürlich etwas im Voraus auf, deswegen werde ich euch dann eben nicht zu schnell einbinden können, je nachdem eben wann ihr schreibt. Aber ihr wisst ja, wie lange das Ganze hier gehen soll. 3 Folgen habe ich in der ersten Woche geplant, mal schauen, wie viel ich sonst so aufnehmen kann. Und dann geht das Ganze eben bis F1 2015, aktuell hier noch der 10. Juli, wenn es dabei eben bleibt. Jetzt komme ich gerade nicht am Jaguar ran. Davor ist wieder eine kleine Lücke und dann kommt ein Bennett und das ist ja dann demzufolge Giancarlo Fisichella. Oh, habt ihr gesehen, der Wagen ist leicht ausgebrochen. Und wie uneben die Strecke hier doch ist. Klar, wir haben ja auch unterschiedliche Höhen. Aber wie der Wagen hier zuckelt, ruckelt und springt. Ah, J-Gamer will es wissen. Schnellste Rennrunde. Und wir bekommen Besuch von hinten. Na super. Bist du da dabei, David? Nö. Verteidigen. Gut. Und anbremsen nicht vergessen. Jetzt verlieren wir wieder etwas auf den Jaguar vor uns. Na gut. Läuft auf jeden Fall mal besser, weil das Fahrerfeld vom ersten bis zum letzten Platz mit der Leistungsstufe von 2011 eben gute 3-4 Sekunden auseinander liegt. Und beim letzten Rennen haben wir es ja gesehen, das waren bloß 0,8 Sekunden. Das war schon besonders und das würde auch bei gleichen Fahrerstärken so sein. Das wären ja alles Einheitswagen bzw. Fahrer. Nicht rauskommen. Nein, ausgenutzt. Und der nächste kommt auch noch. Okay, dann habe ich wieder was zum Überholen. So kann man sich das auch spannend machen. Es war aber ungewollt. Ich produziere natürlich keine absichtlichen Fehler. Ja. Oh, oh, oh. Der Jaguar möchte wirklich davonziehen. Dabei sollten wir im Jordan noch ein Stück besser sein. Aber mit Tastatur komme ich hier noch nicht wirklich so zurecht, wie ich mir das eben vorstelle. Klar, ich bin es schon lange nicht mehr so gefahren und aktuell ist es ja noch etwas schwierig. Mit dem Lenkrad funktioniert es eben nicht so, wie ich das will. Ah, Angriff des Post-A-Sides ist der Innen. Scheiße. Wieder auf die Ideallinie. Versuchen nochmal zu kontern. Er ist auf einer Höhe mit uns, aber die nächste Kurve liegt uns. Genau. Eine Rechtskurve und wenn wir eben rechts fahren, haben wir den Vorteil und David kommt wieder ran. Wenn das denn David ist. Nein, es ist Bernoldi. David, was hast du gemacht? Wo bist du? Ah, etwas zu spät, aber es geht nicht gut. Ah, der Prost Acer ist auch noch vorbeigefahren. Und jetzt habe ich Davids Teamkollegen im Nacken. Aber den hier sollten wir noch bekommen, den dunkelblauen. Hälfte des Rennens ist gleich vorüber. Oh, oh, nicht zu weit auf den Abweiser, ansonsten dreht es uns weg. Richard kontert J-Gamer wieder mit der schnellsten Rennrunde. Führt ihr gerade, fahrt ihr eigentlich gerade auf Platz 1 und 2 oder wie kommt's, dass ihr euch so herausfordert? Ach, jetzt bekommen wir wieder Besuch von hinten, ich habe etwas den Anschluss hier verloren. Also bisher kam ich gefühlt in Imola am besten zurecht, was wir gefahren haben. Und hier stecke ich mal wieder etwas zurück, der nächste Angriff. Oh, die KI zieht da richtig gut mit. Aber wir sind noch vorne. Da kann man nicht einfach sagen, ja, bremse ich mal etwas eher, damit wir die Kurve auf jeden Fall erwischen. Wenn man hier zu spät, zu früh bremst, dann zieht die KI wirklich gnadenlos an einen vorbei oder eben auf gleiche Höhe. Na, zu weit raus. Das bleibt.
Jetzt komme ich nicht auf die Dialien zurück, weil hier weniger Grip ist. Also mit dem 15. Platz kann ich mich wohl nicht anfreunden, weil der ist, glaube ich, zu weit vorne, wie es scheint. Aber wir haben ja jetzt gleich noch 5 Runden zu fahren. So, immer noch Bernoldi. Ja, auf jeden Fall wollte ich nochmal auf Nummer sicher gehen. Puh. Ja, nach vorne wird wohl nichts mehr. Dann fahre ich jetzt nochmal in der Cockpit-Ansicht. Mal schauen, ob mir das so gelingt. Ah, da fahre ich gerade etwas langsamer hier durch die Kurve, merke ich gerade. Wir können ja mal den Abstand auf den Vordermann im Auge behalten. 2,8, okay. Dieses Visier oben und unten, das finde ich wirklich gut, weil das macht nochmal eine gewisse Atmosphäre. Oh Gott. Etwas weiter rausgekommen. Klar, diese Ansicht ist wirklich für mich ungewohnt. Nee, nach vorne verlieren wir auf jeden Fall. Vor allen Dingen eben in dieser Ansicht. Schade, da bin ich eben zu lange nicht gefahren. Klar, ist ein anderes Spiel. Und auch noch eine ganz andere Ansicht. Und da muss ich dann wirklich abreißen lassen nach vorne. Aber so bekommen wir eben nochmal was Neues gesehen. Ihr erlebt mal eine Runde. Ihr seht sogar in den Rückspiegeln die Rauchschwaden. Oh, nee. Oh, Dennis kommt von hinten an, oder? Und ihr erlebt einfach mal eine Runde hier in der Cockpit-Ansicht. Ich glaube, das ist Dennis. Jo. Dann gehe ich jetzt mal wieder raus. Ansonsten muss ich vielleicht auch noch dich vorbeilassen, Dennis. Nein, aber ich möchte auch noch mal den Arrows angreifen, wenn wir gerade ihn auch noch vorbeilassen mussten. Das kann durchaus noch was werden. Wir sind ja in Schlagdistanz. Wie uneben das hier ist, Mann. Na, Windschatten greift ja nur minimal, nur minimal. 4 Runden sind es noch. Jetzt dranbleiben, um wieder auf der geraden Vorstadt hier angreifen zu können. Und wieder auf den Abweiser da außen achten, wenn wir jetzt hier raus beschleunigen. Also gefühlt fahre ich immer schneller, wenn ich einen vor mir habe, weil ich mich dann auch gewissermaßen an dem orientieren kann. Ist zumindest hier bei Grand Prix 4 so. Fällt mir gerade so auf. Na, 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 nicht so weit raus. Frechheit. Nee, da sind wir gerade zu weit weg. Das wird so nichts. Eine 1,17 bloß. Vielleicht sollte ich doch mehr mit blockierenden Reifen arbeiten. Das würde, glaube ich, sogar noch etwas Zeit gewinnen hier, weil wir dann eben einen kürzeren Bremsweg haben, weil wir mehr Bremskraft auf die Strecke übertragen können. Klar, beim Einlenken wird es dann wieder schwierig. Aber wir haben ja hier keine Reifenabnutzung. Jetzt fahre ich jetzt weiter raus und Dennis kommt vorbei und ich drehe mich fast. Eieiei. Und da, wer ist das? David? Ja, ist orange, also David. Oh Mann. Nicht wirklich konstant, was ich hier fahre. Aber man sieht, dass hier kleinste Fehler auch wirklich hart bestraft werden. Wenn man bei Codemasters aufs Grün fährt, dann hat man zwar einen gewissen Zeitverlust, aber hier droht einem wirklich der Verlust der Wagenkontrolle. Und man kann, weil die KI hier auch nicht zurücksteckt, sehr schnell einen Platz verlieren. Also wird Dennis wohl auch in diesem Rennen vor mir landen. David ist noch hinter mir. Nicht, dass sich irgendwie Bernoldi nach hinten geschummelt hat. Das wollte ich damit nochmal überprüfen. Also 2 Runden sind es jetzt noch. Und die Runde war ja mal vollkommen für einen Eimer. Ich glaube auch nicht mehr, dass ich da vorne rankomme.
Also ich sollte mich für die nächsten Rennen einfach nochmal mehr konzentrieren, damit das dann auch wirklich gegen Ende des Rennens nochmal spannend bleibt. Ich bin ja am Anfang ganz gut durchgekommen, aber dann später, so wie jetzt hier, oh Mann, wieder die gleiche Kurve und jetzt Wagenkontrolle fast komplett verloren. Gerade so noch eingefangen, aber da sieht man mal wieder, wie schwierig das ist. Mann, da bin ich ja wieder letzter von uns sechs, also ihr fünf, meine lieben Zuschauer. Und ich eben bin ich wieder letzter geworden, Mann. Wurmt mich aber auch. Hoppa. Da kam das Heck schon wieder leicht rum. Den anderen Prost Acer und den Minna, die haben wir also noch hinter uns. Muss ich mal schauen, ob ich in der nächsten Runde dann wieder Imola fahre, weil das hat ja wie gesagt gefühlt am besten geklappt. Und vielleicht ist ja da was drin, dass ich auch mal vor euch komme. Vor euch im Ziel ankomme. Das wäre wirklich mal lobenswert. Das wäre auf jeden Fall mein nächster Schritt. Der Teamkollege fährt ja ganz weit vorne. Gut, wir starten auch von recht weit hinten jedes Mal. Aber ich bin auch hier irgendwie zu faul, das Qualifying zu fahren, weil wir können bloß die Startposition festlegen, wenn wir schnelles Rennen angeben. Oder ich fahre mal eine Folge nur schneller Rennen, dafür mehrere Strecken, aber eben mit einer Position, sagen wir mal Platz 14 oder so. Damit ihr da vorne, na wohl, da komme ich auch nicht ran. Na, werde ich mal schauen. Ich mache mir so meine Gedanken. Jetzt nehme ich die Kurve hier nochmal sauber mit. Und Richard gewinnt das Rennen also. Auch Glückwunsch an dich. Der J-Gamer konnte seinen Sieg aus dem letzten Rennen da noch mit, KI-Verteilung auf beliebig für sich entscheiden. Und jetzt gewinnt eben Richard. Und ich werde womöglich letzter von uns. Nee. Heck, du bleibst schön da, wo du sein sollst. So, jetzt nicht nochmal überholen lassen, auch keinen Fehler mehr einbauen. Und immerhin den Platz in den Top 20 mitnehmen. Oh Mann, wie das klingt. Das ist ja ein fast schon Erfolg. Aber so ist es nun mal. Und ja, drei Wagen haben wir immerhin hinter uns gelassen. Schnellste Rennrunde. Sehe ich mich auch nicht so weit vorne. Da wäre meine schnellste Rennrunde in Indianapolis mit der 2001er KI. Verteilung, Leistungsstärke meine ich damit. Glaube ich weiter vorne gewesen. Aber gut, Rennen beendet und wir springen einfach mal nicht an David Zeck, nein. Der J-Gamer wird also Zweiter, dann Front Soldier. David ist vor uns ins Ziel gekommen. Hier sehen wir bloß die ersten 8. David und davor Dennis. Super, eine ganze Minute fast Rückstand, das ist viel zu viel. Fahrerbeste Rennrunden, wo waren wir denn da? Oh Gott, Mann, nur Platz 19, das ist zu wenig. Oh Mann, 8000stel hinter David, das auch noch. Mir ist hier aber auch gar nichts gegönnt. Ich bin in dem Fall mit Tastatur hier einfach zu schlecht. Mal schauen, ob ich das mit Lenkrad noch irgendwie zum Laufen bekomme. Aber gut, Konstrukteurs-WM, Ferrari diesmal 14 Punkte. Okay, und dann würde ich mal schauen, wie ich die nächste Folge so vorbereite. Ihr werdet das einfach sehen und bis dahin sage ich erst einmal wieder, macht's gut und ciao, tschüss.